Schwere Vorwürfe gegen SeaWorld. Schon wieder stirbt ein Orca-Wal in einem der berühmten amerikanischen Wasserparks. Und damit ist es der dritte Todesfall in diesem Jahr. Jetzt packt der ehemalige Trainer des verstorbenen Schwertwals über die miserablen Bedingungen der Tiere aus. Das sind die letzten Bilder von Orca-Weibchen Kasatka. Sie wurde nur 42 Jahre alt. Mehrere Monate kämpfte das Tier gegen eine Lungenentzündung. Um ihre Qualen zu beenden, wurde sie jetzt eingeschläfert. Doch hätte es wirklich so weit kommen müssen? John Hargrove ist der ehemalige Trainer von Kasatka. Über 14 Jahre arbeitete er für SeaWorld. In einem Interview mit der britischen Zeitung Daily Mail erhebt er schwere Vorwürfe gegen den Wasserpark. Kasatka lebte in Elend, in grausamen, entsetzlichen Verhältnissen und sie starb qualvoll. Sie verbrachte ihr Leben in einem Horrorhaus und ich war mitschuldig daran, die Lüge in der Öffentlichkeit zu verkaufen. In freier Wildbahn werden Orcas bis zu 100 Jahre alt. Laut Hargrove mischt SeaWorld jedoch massenweise Antibiotika ins Futter, wodurch die Tiere nicht einmal halb so lang leben. Die Verantwortlichen von SeaWorld haben bereits auf die Vorwürfe reagiert. Demnach seien die Anschuldigungen ihres ehemaligen Mitarbeiters nichts weiter als leere Behauptungen. Derzeit befinden sich noch 21 Orcas in den 3 SeaWorld-Anlagen in Amerika. Wegen zunehmender Proteste von Tierschützern und sinkenden Einnahmen will der Wasserpark die Killerwalshow bis 2019 abschaffen. Bleibt zu hoffen, dass bis dahin keines der Tiere mehr so qualvoll sterben muss wie Kasatka.